Kacke. Ich laufe ja gar nicht längs. Ach so, bei... Ah, okay, ja, ich verstehe. Deswegen wäre ein Kabel zum drüber stolpern schon wichtig. Raketentür mit dem Martin Hugo. Meine. Hey, ich hab. Mit dem Raketenturm? Oder mit dem Kabel zum drüber stolpern? Okay, ja. Das glaube ich auch. Ja, das gibt's allgemein ziemlich selten. Habe ich ja auch nicht mehr, glaube ich, oder kaum nur noch was. Das ist ja leider Mangelware. Viel Spaß. Wie viel haben wir jetzt eigentlich schon? Inventar. Oh, naja, geht eigentlich noch. 26 Motoren. Okay, über 3000 Stahlplatten, aber... Schleifmaschine 7 ist not working. Okay. Ach scheiße, unser Bordmechaniker ist gerade nicht an Bord. Das ist ein Problem für die Umwelt. Jetzt muss der Captain raus und den Grinder reparieren, der nicht funktioniert. Oder die Schleifmaschine. Heißt ja jetzt sogar Schleifmaschine, ne? Heißt auch nicht mehr Grinder. Was fehlt denn hier? Oh, eine ganze Menge fehlt da. Dann gehe ich mal an einen so einen Container. Ein Stück Scheiße ist auch braun. Oder was meinst du? Gut, Röhrchen. Ein paar Röhrchen brauche ich noch. Diese hier und diese hier. Computers und Stahlplatters. Computers und Stahlplatters. Gut, Computers, Stahlplatters. Okay. Schleifmaschine 7 ist wieder betriebsbereit. Ich finde es aber auch schade, dass man hier keine Roboter bauen kann, die zum Beispiel irgendwie am Schiff dann was reparieren, wenn es kaputt geht. So ähnlich wie bei Star Wars. Ja. Ja, hoffentlich. So wie bei Star Wars, wenn... Wie war das noch? Ich glaube, R2-D2 hat da irgendwas repariert oder so. Und dann ist er mal mitgekommen, weiß ich gar nicht mehr.
Ist ja schon ein bisschen her, wo ich das zuletzt geguckt habe. Nicht im Maschinenraum, ins Cockpit. Gut, Sicht wieder ändern. Und jetzt sollten wieder alle Schleifmaschinen arbeiten. Ich habe übrigens gerade hier noch eine Bombe gefunden. So ein Sprengsatz. Den demontiere ich gerade. Auf jeden Fall sollten denn die Stahlplatten, die wir da für den Bohrer verwendet haben, wieder drin sein, nachdem das alles demontiert wurde. Hoffe ich. Dum 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 dum. Wir demontieren, das macht keinen Spaß. Naja, doch irgendwie schon, aber irgendwie ist es auch ziemlich eintönig. Nein. Nochmal. Die gehen nur an große Raumschiffe, soweit ich weiß. Es sei denn, es ist ein neues Update wieder rausgekommen und das geht jetzt auch an kleinen. Sonst hätte ich ja sowieso ein kleines gebaut. Aber mit so großen ist das eigentlich ziemlich scheiße. Finde ich. So, jetzt nehme ich noch den Reaktor auseinander. Und dann kann das Teil hier. Ja, dann kann das Teil hier meinetwegen wegfliegen. Hier ist hier noch ein Reaktor, auch da hinten. So. Gut, das Teil ist soweit auseinandergebaut, da hole ich jetzt nichts mehr raus. Oh, Dito, was machst du denn da hinten? Dito? Igitt. Ich könnte dich mit meinen Grindern einen Schluck weggrindern oder wegschleifen. Aber das mache ich nicht. Das wäre kacke. Oh, der TeamSpeak-Server scheint ziemlich voll zu sein.
Na gut, dass ich diesen Raum hier gemietet habe. Ich glaube, sonst wären wir echt ziemlich am Arsch. Letztens sind ja schon mal welche reingekommen. Weißt du das noch, Dito? Das waren noch Zeiten. Vor, keine Ahnung, 10 Let's Plays oder so. Oder 5. Ne, Serverpolizei. Zack, gekickt. Das war auch gut. Da habe ich mich ganz schnell gemutet. Erstmal noch eben mit denen gelabert und dann gemutet. Und dann einfach gekickt. Das war. Okay. Dieser scheiß Tito, der ist jetzt einfach weg. Unmöglich. Kann man nicht nachvollziehen. Links von uns sehen Sie demnächst Dito beim Bohren. Und geradeaus in, keine Ahnung, 7 Kilometer Entfernung sehen Sie die Station vom Ballermann. Das ist natürlich sehr wertvoll, diese Information. Das weiß sonst keiner. Keiner außer ihr, also das Internet. Also praktisch jeder, aber egal. Keiner weiß das. Ist total geheim. Ich verrate jetzt geheime Informationen. Das weiß ansonsten keiner. Das ist psychisch wertvoll. Nur um das nochmal klar zu machen. Das weiß sonst keiner, ne? Nur so das halbe Internet. Aber ansonsten weiß das keiner. Jetzt seid ihr wieder um einige schlauer geworden. So, jetzt fliegen wir die Station an. Ich weiß gar nicht, ob ihr mich jetzt überhaupt verstanden habt. Mit geschlossenem Mund zu reden ist nämlich etwas kompliziert. Jo. Da wollte ich gerne hin. Das Manövrieren ist immer etwas schwierig. Und Dito ist wieder da, das habe ich noch mitgekriegt. Da unterbricht er mich einfach, wenn ich gerade das Wort Manövrieren sage. Ich könnte ihn dafür umbringen und ihn wegschleifen. Aber das könnte ich natürlich nur. Mit dem machen ist dann noch eine andere Sache. Extiert. So. Bei mir kam nur extiert an, wegen den nicht vorhandenen Stolperkabel. Oder so ähnlich. So. Das wäre natürlich scheiße, wenn der explodiert ist. Oder dein Cockpit einfach nur weg, weil du da keinen Käfig rummachen wolltest.
Okay. Und dann ist das ja scheiße, ne? Wenn du ihn noch siehst, dass er noch heil ist. Ich glaube, da muss ich nachhelfen. Nein, natürlich nicht. So. Die Vorräte füllen sich mal wieder. Sind zwar diesmal nicht ganz so viele, aber immerhin ein wenig. Ein wenig, ein wenig. Dito. Mein Sampler ist voll. Warum? Das gefällt mir gerade gar nicht. Ach, weil hier 10, noch was Tonnen Kies drin sind. What Biggie said, it looked like it's true. Used to be my homeboy. Now bounce, 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 bounce. Everybody know we stay yokin'. Everybody know we stay yokin'. Yeah. Mac and Garner.